Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine winterliche Erdgeschoss-Roomtour. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn ihr mal gegrüßt werden wollt, schreibt alles rein in die Kommentare. Wenn ihr denkt, dass euch unser Kanal interessiert, abonniert unseren Kanal. Und dasselbe können wir bei euch auch machen, denn wir sind gerade auf der Suche nach schönen Playmobil-Kanälen, weil einzigartige Kanäle gibt es sehr viele, aber Playmobil-Kanäle ist halt mal eine Nummer größer. Also schreibt doch gerne eine 10 in die Kommentare, wenn wir euch abonnieren sollen, oder eine 3, wenn wir euch grüßen sollen. Heute grüßen wir Andrea Winterkorn und Familie Frühling und Familie Karamell. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Ich habe hier auch meine Kamera dabei für ein paar schöne Instagram-Fotos. Also, jetzt sind wir hier im Wohnzimmer und ich finde, das sieht sehr gemütlich aus. Ich habe hier mal alle Wände draußen gelassen, also ich habe keine Tapete dran gemacht. Eigentlich wollte ich rote Tapete nehmen, aber ich hatte kein rotes Papier mehr. Deswegen habe ich die Wände einfach so gelassen und ich finde, das geht auch. Die einzige Wand, die da ist, ist diese graue Wand. Und das Sofa haben wir übernommen von der Loggia. Ich werde im Frühling wahrscheinlich ein neues Sofa basteln. Und generell hat das Wohnzimmer eigentlich nur die Sticker an der grauen Wand, die seht ihr gleich noch. Und sonst gibt es nur noch diesen kleinen Anhänger, den ihr da hinten seht, mit einem kleinen Sternchen. Den Fernseher gibt es im Stadthaus und das iPad, was da liegt, ist aus dem iPad-Video. Ich habe jetzt mal das Licht angemacht, weil dann ist es alles etwas gemütlicher und weihnachtlicher. Und auch herbstlicher, weil jetzt ist ja noch Herbst, aber Weihnachten ist ja eigentlich das Fest, was jetzt bevorsteht. Der kleine Tisch, da ist das Problem, die Sachen stehen ja nicht so gut drauf. Deswegen war auch eben gerade der Kaffee nicht gerade. Und der Klaus sitzt da gerade und guckt ein bisschen Fernsehen. Und sonst gibt es hier eigentlich wenig zu sagen. Sonst noch zu dem Teppich. Den Teppich habe ich nämlich aus einem DIN A4 Blatt genommen. Das ist ganz normaler Stoff, kein Jersey-Stoff, einfach Stoff, wie man ihn so findet. Und jetzt habe ich halt das DIN A4 Blatt geteilt und dann mit der Nähmaschine zusammengenäht. Den Saum habe ich jetzt versteckt, damit man den nicht sieht, weil sonst wäre das irgendwie nicht so schön. Also ich nähe immer meistens mit Saum, weil das halt nicht so aufwendig ist. Jetzt sind wir in der Küche. Und Nele und Mia spielen gerade in der Wiege. Die kleine Nele ist doch wirklich eine Süße. Und Paul und Alex sind richtig glücklich, oder? Ja, Nele. Genau. Die Tischdeko ist einfach wieder ein Sternchen aus dem Rewe. Und der Adventskranz ist aus Holzstäbchen, etwas Grünzeug, drei Kerzen und Paterfix. Die Kerze 4 hat gefehlt. Vielleicht finde ich sie noch. Ich hoffe es zumindest. Und jetzt habe ich den Adventskranz so hingestellt, dass man denken könnte, da wäre jetzt noch eine vierte Kerze, weil mit drei Kerzen sieht das irgendwie nicht so schön aus. Ich hoffe, ich finde die vierte Kerze noch. Weil es sind ja vier, es ist ja der vierte Advent und das wäre ein bisschen schade, finde ich. Ja, ich habe gerade Spritzgebäck gebacken, das seht ihr auch da. Das ist einfach ganz normal aus Fimo und etwas braunes Fimo Liquid drauf. Und noch ein paar Lebkuchen dazu, damit es auch eine kleine Nascherei gibt. Die Sternchen habe ich mit Paterfix alle zusammengeklebt. Und das Blümchen steht das ganze Jahr über auf dem Tisch, weil ich finde, das ist ein sehr hübsches Blümchen. Da die Familie jetzt 6 Köpfe hat, ist das halt mit den Stühlen schwierig und dem kleinen Tisch. Aber ich finde, der Tisch passt halt am besten dazu, deswegen sieht das da etwas voll aus. Und die kleine Kaffeeecke ist da geblieben, wie schon bei Familie Magic zuvor. Und auch das Schwitzhändchen. Ja, mehr zu sagen gibt es dazu eigentlich auch nicht. Die Wand ist halt so geblieben und die weiße kleine Ecke auch. Das Kaffeeschildchen habe ich allerdings aus Architektenpapier gemacht. Und jetzt sind wir hier in meiner Lieblingsecke und zwar ist das Marias altes Schlafsofa und wieder ein Anhängerchen. Die gab es alle in einer Zeitung und noch ein paar Filzkissen, damit das alles etwas gemütlicher aussieht.
Und den Teppich oder eher Vorleger ist einfach mit Moosgummi und ein bisschen Glitzer gemacht. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Wir würden uns freuen. Was ihr jetzt hier gerade seht, ich mache die Wand zurecht, weil die war nicht so schön und zur Deko draußen, da haben wir einfach den Tannenbaum von der Familie Hauser nachgebastelt, weil mir ist da jetzt nicht so was eingefallen und ich bin auch nicht so der Weihnachtsshopper, ich bastel eher für Weihnachten, deswegen. Also, das war's. Tschüss und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.